Was geht ab, Leute? Homie, mit am Start Tati und John Banks aus unserem neuen Studio. Wir testen diesmal wieder Teil 2. Wir haben es angekündigt. Noch mehr Asia Snacks. John hat noch mehr besorgt. Nicht nur die Munchies. Wobei, wir haben diesmal sogar noch krassere Munchies am Start. Ich habe was richtig, richtig krasses gesehen. Darauf freue ich mich. 10 von 10. Wer fängt an? Holt mal was aus den geheimen Schubladen raus. Ich fang an. Wer ist das? Das ist doch wieder, was ich traue. Ja, eben. Gewohnt, dass es für saftig bleibt. Wenn man sowas hier reinmacht. Eigentlich kommt das so. In so angezogen, so Schuhe und so kommt das immer. Ja, aber. Oh mein Gott, Schatz, wie fluffig ist das? Oh mein Gott. Geil. Das ist viel zu krass, Leute, das Teil. Ich hab das gleich gesehen, man muss gleich mit dem Besten. Boah, danke. Oh mein Gott. Konsistenz ist echt krass. Ja, ja, mal echt so ein Film. Einfach nur luftig, oder? Luftig, weich, nicht trocken. What the fuck? Das ist echt fluffig cool, Mann. Nice. Perfekter Start, oder? Zweite. Komm. Kommen wir gleich mit den nächsten Kuchen ran. Ich hab keine Ahnung, was das ist, aber es ist auch schon weich. Das ist so ein Baumkuchen, oder nicht? Oh mein Gott. Oh, weil das riecht so nach einer Frucht, gell? Nach Himbeer oder sowas. Irgendwie so nach einer Beere. Boah, geil. Duft, ja. Ja, man kriegt so eine Beere irgendwas, gell? Mhm. Oh mein Gott. Himbeer, glaube ich. Aber auch nochmal geiler. Genauso gleiche Konsistenz, aber das andere war schon leckerer. Auch schön weich und fluffig. Verschiedene Schichten einfach. Ganz geil. Noch mehr Kuchen. Schmeckt das nicht so ein bisschen alkoholmäßig? Wieso? Okay. Wahrscheinlich wegen dem Plastik, was da drin ist. Das ist so. So. Mhm. Das ist, glaube ich, Erdbeer. Schon Alkohol, oder? Das ist Erdbeer, glaube ich. So, du meinst zum Schluss so? Ja, ja, ja. Aber ich glaube, das kommt von der Front, die drin ist. Oh mein Gott. Wow, ein Riesenfeld. Wieso hast du nicht hier mit Chips so nicht geholt? Nein, nein, nein. Beste. Müsste schon was abgefahren ist. Eine heizt ist, der andere nicht, oder? Ist warm. Kannst du da warm essen? Kannst du da warm essen? Oh mein Gott, Alter, die Dinger sind überall heute. Natürlich. Wo schaut das aus? Boah, richtig saftig, Mann. Boah, eins fest. Ja, eben. Das. Boah, Alter, so ein kleines Stück reicht schon. Boah, ja, echt, endlecker, Mann. Sehr klein. Ich liebe es, Mann. Noch kleiner. Kleiner! Boah, das riecht, Alter! Endgeil! Jungs, wir müssen da durch jetzt! Was für durch? Ich liebe es! Oh mein Gott, er nimmt das Kleid, das ist sicher auch gewesen. Oh mein Gott, wie frisch, Mann! Echt geil! Ich finde, das ist gar nicht frisch! Das, wenn sowas da ist, dann kannst du nicht frisch. Also ganz ehrlich, wenn man daran riecht, vergeht einem der... Was? Frisch, echt geil! Vom Geruch her echt nicht! Ich liebe es, ist mir echt geil! Boah, das ist eine Zwiebel, oder? Nein, das ist du denn. Nein. Da muss ich Hong echt recht geben, Mann. Wirklich. Schmeckt echt nicht. Das ist so wie ein Vitamin geben, Mann. Digga, das schmeckt nicht, was. Boah. Schmeckt endlich. Vitamin, schreibt das in die Kommentare. Boah. Bleib bei Durian, oder? Nein. Bleib bei Durian. Durian, Waffel! Jungs, ich muss den Geschmack neutralisieren, oder? Durian, Waffel! Boah, das ist echt ekelhaft. Da muss ich Hong echt recht geben. Mensch, wenn ernst. Und mit dem los, Mann. Mensch, wenn ernst. Was ist denn hier los, Alter? Wie kann man das essen, Alter? Echt gut. Das ist ein süßer Zwiebelkuchen, ist das, oder? Zwiebelkuchen schmeckt auch so gut, Mann. Ja, der ist süß! Die schmeckt auch geil. Die sind so richtig weich. Ja, so. Kann man da einen essen? Oder über einen Bissen halten? Ich jetzt ein Bissen, Mann, was für ein Oh, mein Gott. Ich esse da gar nichts, ich rieche jetzt schon. Hier, komm
Boah! Mal weg mit dem Scheiß hier. Endgeil, mal schauen wir, wie weich die sind. Boah! Richtig knackig. Lieber Gott, es schmeckt so geil, Mann! Das ist so ätzend. Jetzt steht noch schön Kaffee dazu. Es schmeckt genauso ätzend, wie es riecht, Mann. Zum Glück ist da noch Waffe dazwischen, um es zu neutralisieren. Ja. Aber das ist auch nicht schön. Ich wünsche dir so ohne Waffe. Okay, gleich mal trinkst du noch Wasser. Nein, du, der schmeckt doch voll gut, Mann. Ja, schmeckt auch gut. Lass den Geschmack in deinem Mund. Du musst da durch. Ich liebe es auch, Mann. Was ist los mit dir? Ah, das ist okay, das ist Gelee-Pudding, wie ist das? Das schmeckt auch gut. Ja, ja, ich mag das auch. Da ist Soja drin. Ja, das ist. Ist das mit Reis? Aber das ist die schlechte Variante. Also davon kann man mehr essen, aber ich will mich zügeln für diese anderen Sachen noch. Ein Biss reicht mir. Alles lecker. Sehr süß, aber Jungs. Oh mein Gott, da fällt sich was! Jetzt haben wir so Shrimps-Chips. Ja, wer kennt die nicht? Wer kennt die nicht, Leute? Die Stimmung ist sehr, sehr extrem, oder? Sehr extrem. Ja, ja. Ja, das geht auch ständig zu essen. Mega salzig. Mega saftig. Kann man essen, also. Kann man echt essen. Aber ja, ja, kann man auf jeden Fall essen. Also, eklig ist nicht. Eklig ist auf jeden Fall nicht. Die sind krass, oder? Was ist das hier? Studios. Das ist keine Ahnung. Mir sagt das gerade auch. Mir sagt es gerade auch, weiß ich tatsächlich nicht. Also ich denke, ja. Dachte auch an. Aber erst am Weg so Churros oder? Das ist halt süß. Churros heißt es. Churros heißen die, aber das sind ja so gebackene Dinger, aber die sind ja relativ fest hier. Das andere ist ja Hefeteig halt. Weißt du, warum die fest sind? Die haben den Beutel vergessen. Ah, nee, doch, ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich kenne das. Ich kenne den. Zu viel. Die schmecken auch wie Churros, nur. Aber fester. Nur fester halt. So ein 4 Tage alte Churros sind das. Ich dachte, die schmecken nicht so. Kommen wir zu was richtig Geilem. Gelee. Was? Der Saft. Der saftige Saft. Warte, ich löffel den Saft aus. Oh mein Gott. Was für ein geiles Zeug. Leute. Oh mein Gott, hab ich Flug. Oh, ist geil. Wackelpudding pur. Die gibt's auch in diesen kleineren, kennst du die? Kleineren Packungen. So einen Hubs. Taro, endgeil, Jungs. Müsst ihr auch zu proben. Ja, geht's. Taro musst du echt nicht halten. Doch, Taro echt gut. Taro muss man echt nicht halten. Taro, richtig so für die Armen. Da muss ich John Greg geben, oder? Taro, so richtig schön für die armen Menschen in Asien. Der ist so Taro. Das ist schon geil, Mann. Boah, das ist doch nicht. Das Essen macht mir auch was. Das wollte ich ja wissen. Dann machen wir mal alles auf eine fette Platte und dann über unser Snack, oder? Unser Snack. Da steht irgendwie Kuchen à la Creme, also mit einer Sojacreme. Ja, okay, ich weiß schon. Ja, okay. Weißt du. Ja. So, drei. Das ist zu. Das ist zu geil. Das ist voll trocken. So, dieser fette Klumpen. Ich kenne das, aber. Oh! Ja. So teilig, gell? So. Boah. Ja. Also, ist nicht schlecht, aber. Da brauchst du was zum Trinken. Ja, du brauchst. Du kannst dich einfach so ein Ganzes so. Das ist immer, das sind diese Kuchensnacks, die man in Asien zu Tee trinkt. Mhm. Also zu Tee isst. Sorry. Reiskuchen mit Sojacreme. Ja, nochmal. Das ist halt noch. Nee, das machen wir einfach wirbeln. Ja, das ist eh trocken. So. Ja, das ist echt trocken. Man sieht so schon. Ja, Mann. Boah! Wenn ich jetzt pusten würde, würde alles rauskommen.
Boah. Und machen wir rüber. Schmeckt doch gar nicht, gell? Also. Ja, es ist sehr geschmackslos. Ja, es ist sehr neutral. Ja, ja, es ist echt eklig. So, wir müssen wieder auf einen anderen Geschmack gehen jetzt, oder? Wo ist du dir? Also Mochis. Ich habe jetzt nur noch das da. Aber warum ist das offen, Alter? Das ist Shusi. Das ist nicht offen. Das ist selbst gemacht. So? Ja, ja, das wird selbst gemacht. Echt jetzt? Mhm. Beim Asien gibt's, in Asienmarkt gibt es auch so frische Sachen. Ja, die kommen so extra so geliefert und dann verkaufen das. Das schmeckt aber geil. Also, da macht man nichts drin, oder? Echt, ja. So weit ist das. Aber was schmeckt das? Was ist das? Na, du, ja. Halt doch mal dein Maul jetzt, oder? Ja, so, ja. Ich glaube, überall ist Soja drin, oder? Also, das Mitte ist Soja und das Grüne ist, keine Ahnung. So, boah, das sieht aber so vom Blatt irgendwas. Das riecht sehr intensiv, oder? Das schmeckt richtig geil. Schön klebrig. Ja, macht so richtig. Boah. Macht richtig geil, saftig. Glibberig. Erinnert irgendwie an so ein Spielzeug, oder? Danach, wie heißt das? Flipper. Ja, das ist genau. Richtig so, als wäre es ein Wurm oder so. So richtig eine fette Made. Ja. Also ich weiß nicht, ob man es so essen muss wie Chong gerade. Kann man auch wieder essen. Nein, Spaß. Mmh. Oh, ich liebe diese Konsistenz. Mmh. Mmh. Diese Konsistenz liebe ich. Ich liebe die Konsistenz. Geil, oder? Geht so, geht so. Ich liebe die Konsistenz. Das hat mich doch gar nicht hier umgehauen. Fehlt ein bisschen Zucker. Doch, mein Schön, das hat mich echt umgehauen, Mann. Mmh. Nur dir. Umgehauen, aber im negativen Sinne. Das schmeckt auch nach Reis, Alter. Das schmeckt voll nach Reis. Das ist ja auch Reis drin, ne? Das wahrscheinlich. Seid ihr bereit für das ultimative Mochi-Erlebnis? Das ist es, 10 von 10, ich wette drauf. Oh mein Gott, hier ist Himbeer. Schaut's mal. Was ist 10 von 10? 10 von 10. Kiwi, Mochi, Mann, Kiwi. 10 von 10. Oh mein Gott. Nur jetzt, Mann. Oh, dann haben wir auch eine Mochi. Ja. Aber die Mochi müssen wir halt jetzt essen. Müssen wir jetzt essen. Pudding. Oh mein Gott, dann ist der überkrass. Kiwi, oh. Pudding, Mochi. Oh mein Gott, das ist so geil. Was ist das? Du gern? Ja, Mann. Du musst essen. Ja, wir teilen uns ein. Du musst essen. Ah, das nicht super. Ja, natürlich nicht, zum Glück. Kann ich so viel Geschmack von suchen. Ja, umso besser. Endtot. Boah, Gott sei Dank. Endtot. Scheiße. Schmeckt aber immer noch so ärztlich. Ich dachte, das wäre geil. Ekelhaft, immer noch, Mann. Ja, Mann. Ich dachte, das wäre echt geil, aber. Doch, Digga, dieses Aroma ist einfach ekelhaft. Das schmeckt so sehr nach Zwiebel, oder? Das ist eine Zwiebel, Mann. Kennst du nicht die Zwiebel, die so vergammelte Zwiebel ist das, oder? Ohne Scheiß, kennst du nicht so die vergammelte Zwiebel, so eine, die lang nicht, Digga, was essen du einfach? Ich kenn die ganze Gründe, Mann. Ich rede, du schmeckst wie vergammelte, vergorene Zwiebel, oder? Boah! Ich höre, dieses Video hätte so geil und so lecker werden können. Aber nein, du wirst dazu bitte reingeschlichen. Durian zu gut. Kiwi Pudding, wie krass kann das sein? Ich glaube nicht so krass, wenn ihr die Haut meint, Alter. Doch, Durian, aber. Ich glaube nicht so krass, wie die Haut meint, Alter. Kiwi. Kiwi ist nicht so eine krasse Frucht, ne? Kiwi ist die krasseste Frucht. Echt so, Alter. Beste Geschmack. Stimmt, Alter. Taro ist auch geil. Ich esse Taro. Taro ist echt. Taro ist nicht meine Frucht, Mann. Ich esse Taro, Alter. Oh mein Gott, unten ist sogar noch ein Stückchen von Taro. Oh mein Gott, ich esse es auch gleich. Mein Brot, wo ernst du kommst? Echt? Warte, was ist denn? Nein? Was? Nein! Oh mein Gott, schau mal, wie es. Ey, dachte ich, wäre schon ganz so krass. Ist schnell wie vor 6. Schaut euch diese Farbe an, Leute. Mein Gott. Richtig krass. Kryptonitgrün hier. Oh mein Gott, das ist echt. Das ist Neongrün. Das ist grün wie das. Junge, ja. Viel zu gehypt, Alter. Bin ich total, ey. Schaut sich ab, nochmal krass, ey. Jetzt schmeckt gut. Bitter. Oh mein Gott! Nicht so krass.
Super, oh, super fruchtig, super saftig. Oh mein Gott! Echt gut. Geile Scheiße. Das war's noch nicht, eins haben wir noch. Was kriegt man immer am Ende eines asiatischen Essens? Flipskits! Alles runtergefallen. Das war's dann. Folge der Arbeit und lasse dich nicht verfolgen. All deine Anstrengungen machen dich letztendlich bezahlt. Leute! Oh mein das Gott! Die Game Show wird Hammer! Du bist im Herzen jung. Das war's von uns heute. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Ajax Next Teil 2. Krasse Mochis. Ekelhafte Durian. Saftige Puddings. Ein paar Sachen waren okay. Ein paar Sachen geht schon. Ein paar Sachen findet ihr bei euren Kurzeltern. Schaut vorbei auf Instagram, auf Twitch, Chucks Game Show. Andere Livestreams jetzt mit dem neuen Setup. Schaut nach, wie viel Bitcoin abgeht, wenn man in Bitcoin und DeFi investiert. Das war's von uns und ciao.